mir, was willst du mit der Scheiße im TV? Dort sind nur Hungerhaken oder quasi Scheine, die nissen Haut und Desinformationen. Palles Vibe im Bikini, wo man live einen Krieg sieht oder die hinreißenden Chili. Silvester fightet mit Tweety, jemand zerteilt eine Kiwi. Überall Desinformation oder pfeifende Schiri. Seiner wird Millionär, während man eine Streife im Dienst sieht. Und dann noch Desinformation, verdammt die Scheiße aufs TV, zu deutsch auf TV. Tägliche Verblendung, das ist TV. Totale Verblödung, das ist TV. Tägliche Verblendung von den Shows, Nachrichten, Daily Soap, Serien und Sendung. TV, totale Verblödung, doch ich gebe dir für das Problem des Ganzen die Lösung. Drück auf den kleinen roten Knopf, dann wird es einfach so gestoppt. Mach es mit freies Tod den Kopf von all der Scheiße aus der Box. Das Programm ist faktisch Mist, und was unfassbar ist, man sieht ca. 15.000 Morde, bis man 18 ist. Und sag mir nicht, das macht doch nichts, und verfrachte dich in einen Kopf von einem Kind, das noch nicht erwachsen ist. Denn statistisch sehen wir 2 Millionen Werbungen, bis wir dann in Rente gehen. Nein, ungelogen, jetzt weißt du auch, warum wir Mist kaufen, den wir nicht brauchen. Bis auf dem Konto nix drauf ist, weil sie uns nur missbrauchen. Geben zigtausend aus, als wären die Waren die Drogen. All die Sachen verkauft uns das Fernsehen als Statussymbolen. Wer das nicht hat, ist nicht oben. Wer das nicht hat, muss ich's holen. Wer es hat, ist dann plötzlich mehr wert als andere Idioten. Lächerlich. Doch so werden Werte zu Sachen bezogen. Ehrlichkeit war mal geboten und werden wir alle belogen. Kill is more. Im immerwährenden Kampf mit den Strophen für all die im bodenlose leere verfallene Quoten. TV. Tägliche Verblendung, das ist TV. Totale Verblödung, das ist TV. Tägliche Verblendung von den Shows, Nachrichten, Daily Soap, Serien und Sendung. TV, totale Verblödung, doch ich gebe dir für das Problem des Ganzen die Lösung. Drück auf den kleinen roten Knopf, dann wird es einfach so gestoppt. Mach es mit freies Tod den Kopf von all der Scheiße aus der Box. Stopp, das Programm wird kurz mal gestoppt für ein bisschen Werbung. Und dann folgen hunderte Spots von all dem nutzlosen Schrott, Verkauf von unechten Schmuck. So Gott, ich glaub echt in wenigen Sekunden, ich komm. Jetzt geht es weiter im Programm. Da wird mir nicht nur schlecht, nein, die ganze Scheiße macht mich krank. Genau wie jeden von euch da draußen, der seine Zeit mit Fernsehen schon vergeudet, als wär's die einzige Freizeitbeschäftigung. Dabei gibt es so viel, wie raus in die Natur zu gehen oder einfach nur zu reden oder auch ein Buch zu lesen. Ja, ich lese auch, wenn du jetzt meinst, es sei nicht cool gewesen. Immerhin hab ich die Pflicht, als Rapper einen Ruf zu pflegen, wie in dir die heißgeliebten Medien präsentieren. Und jetzt siehst du, sie können nie das wahre Wesen hier reflektieren, weil sie thementlich selektieren und das elendig zelebrieren. Es liegt eben schon jetzt an dir, dass die Seele nicht extrapiert und du hast es ist in der Hand für dich, die Wege zu zementieren. Du wirst sehen, dass das tägliche Fernsehen dich heilen wird. Und das täglich Geschädigte hier in dem Schädel zu reparieren, musst du verstehen und eskapieren. Scheiß auf das sogenannte TV. Tägliche Verblendung, das ist TV. Totale Verblödung, das ist TV. Tägliche Verblendung von den Shows, Nachrichten, Daily Soap, Serien und Sendung. TV. Totale Verblödung, doch ich gebe dir für das Problem des Ganzen die Lösung. Drück auf den kleinen roten Knopf, dann wird es einfach so gestoppt. Mach es mit freies Tod den Kopf von all der Scheiße aus der Box. Nicht nur das Nutzloseste, um dir den Tag zu vertreiben, sondern noch Manipulation, so wie Schlafschulweisheiten. Nur dass du dir eigens den Stuff unterbreiten darfst und entscheiden, welchen Kack du dir speichern kannst, um es dann unter deinen Gedanken den anderen zu präsentieren. Was für eine Scheiße, aber das ist die leise Fessel für die Massen im geistigen Gehirn. Waschen durch einen Kasten in fast allen Heimen. Es gibt nur eine Lösung, und zwar an den Kabeln zu reißen. TV, trügerische Version ihrer psychologischen Kriegsführung, wenn sie merklos in die Drehbücher verankern, dass Gelogenes wahr ist. Ab da ist plötzlich jeder Terrorist am Orientalisch. In den Kindersendungen geht es dann plötzlich um Krippen, und Kinder zwicken Eltern und bitten, ich möchte mich impfen. Doch was Väter, Mütter, Söhne und die Töchter nicht wissen, all dieses Zeug hat ihnen der Fernseher in die Köpfe geschissen. TV, tägliche Verblendung, das ist TV. Totale Verblödung, das ist TV. Tägliche Verblendung von den Shows, Nachrichten, Daily Soap, Serien und Sendung. TV, totale Verblödung, doch ich gebe dir für das Problem des Ganzen die Lösung. Drück auf den kleinen roten Knopf, dann wird es einfach so gestoppt. Mach es mit freies Tod den Kopf von all der Scheiße aus der Box. But man, you're never gonna get any truth from us. We'll tell you anything you want to hear, we lie like hell. We'll tell you any shit you want to hear. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. So turn off your television sets. Turn them off now. Turn them off right now. Turn them off and leave them off. Turn them off right in the middle of a sentence I'm speaking to you now. Turn them off!